niemand anderes als der König selbst betritt den Saal und besteigt diesen Thron. Oder anders gesagt, hi! Hey! Ich bin's wieder. Und ich begrüße euch recht herzlich zu einem weiteren Machwerk der audiovisuellen Unterhaltungskunst. So, Freunde, ich habe mir jetzt nämlich extra Granny 3 für euch gezogen. Illegal. Spaß natürlich über Steam, ich wollte nur kurz voll gangstermäßig rüberkommen. Granny 3 hat ein Update. Sag mal, machst du mal deinen Arsch zu oder was, wenn ich hier rede? Ist das dein Intro, Voldemort? Ich meine, ist ja geil, dass du jetzt endlich deine Nase wiedergefunden hast und alles, aber kannst du uns einen Gefallen tun und mal kurz ganz schnell unter der Erde verschwinden? Dankeschön. I'm sorry. No, Granny is sad. Oh Gott, es tut mir leid. Bitte nicht weinen, ich mach den ja schon wieder hin. Hier, na, Welt wieder in Ordnung? Wie die Begeisterung für mich aus dir raussprudelt. Naja, wo waren wir stehen geblieben? Weißt du was? Verreck doch einfach und komm nicht wieder, dankeschön. Die PC-Version von Granny 3 hat ein Update mit einem niegelnagelneuen Weg zu entkommen, dazugehörigen brandneuen Items und einer neuen Game-Over-Scene. Also ein spektakuläres, spannendes, neuartiges Erlebnis und ein alter Sef, ja. Nach dem Hype kommt die Ernüchterung. Tut mir leid. Weißt du was? Lentrina kann tatsächlich mal hart kacken gehen. Die macht nämlich nichts anderes, als mir hart auf die Eier zu gehen. Ganz ehrlich, die Jumpscares, die fügen tatsächlich nichts zum Spiel hinzu, außer meinen Willen, mich ganz schnell vom Balkon stürzen zu müssen. Oh mein Gott! Wir spielen aber natürlich gegen beide, aber auf Easy Mode, um uns ein bisschen in Ruhe umschauen zu können und diese ganzen Neuerungen zu erkunden. Let's go! Ich habe das tatsächlich noch nie auf dem PC gespielt. Was bedeutet, ich habe es eigentlich immer bislang auf PC gespielt, aber nicht in dieser Version, ja? Also ich habe immer die Mobile-Version auf PC gespielt und die Mobile-Version und die PC-Version nicht, ja? Also vor allem nicht auf Mobile, weil da gibt es die PC-Version nicht. Also ich habe auf PC noch nie die PC-Version gespielt, sondern immer auf PC nur die Mobile-Version, die es auf PC gibt. Ach, was laber ich eigentlich? Ich habe mich doch eh schon lange stumm geschaltet und seit rüber geswitcht und Trimax, was mache ich mir hier vor? Ah! Löcher! Warte mal! Wenn ich mich umdrehe, ist es weg, ne? Nein, es ist immer noch da. Und es hat massive Auswüchse sondersgleichen. Lasst euch das von einem alten Loch-Experten gesagt sein. Da geht's dann also schon los. Warte mal, wie funktioniert denn das hier? Ich hab das eine Weile nicht gespielt. Ah, kommen wir jetzt hier zum spaßigen Teil, ja. Der hat auch Bock auf Spaß. Das ist die schönste Tür, die ich je in meinem Leben gesehen habe. So hört sich Grandpa an, wenn er wieder sabbert. Da darf ich jetzt bitte? Das lässt richtig die Sonne in mein Herz, oder? Kann das bitte noch ein bisschen länger gehen? Videogames. Ein Hochgenuss für alle Sinne. Das hier für wabernde Schwaden in diesen Gestaden, Alter. Oh, guck mal, das ist German Snake. Der steckt hier fest seit der allerersten Version. Hat es leider nicht durch die Tür geschafft. Warte mal, Buddy, ich helfe dir mal kurz. Dauert eine halbe Stunde. Mach dir schon mal einen Kaffee oder so. Ach, guck mal, immerhin hat der Gesellschaft. Den Teddy werde ich jetzt nicht aufheben, sondern dann kommen die hier runtergestürmt und wollen mir den Schädel einschlagen. Nee! Ich bin ganz braver Junge, ich bin nicht entkommen. Du hast nichts gesehen. No! Selber. Das war unfair. Wo habe ich den laut gemacht? Ich war ein lieber Junge. Oh Mann! Darf ich jetzt endlich in das Loch? That's what he asked. Oh. Schick ich alle über die Planke, ja loschen. Oh, warte mal, was haben wir denn hier Schönes? Große Regenwürmer haben die hier. The box. I cannot open it. Shame. Was ist das denn? Das ist ein Ticketautomat für Vollidioten, Alter. Mach die Münze in den Schlitz. Drück auf den Button und du bekommst ein Ticket. Oh, wow, wer hat sich das bloß ausgedacht? Alright, also wenn du da jetzt rüber musst, dann hast du auch die Arschkarte. Wie jetzt eigentlich Ticket? Was? Die haben eine scheiß U-Bahn-Station im Keller? Why, Alter? Die sind einfach hammer rich. Weißt du, man staunt ja schon über die Leute, die sich eigene Hubschrauber-Landeplätze irgendwie aufs Dach zimmern. Aber das... Das ist Next Level, Alter. Was soll das denn? Ich verstehe es gar nicht. Kann ich hier rein? Naja, vielleicht von der anderen Seite. Irgendwas blockiert das von innen. Ah, ja? Das Rad für die Zugbrücke. Das brauchen wir aber nicht. Also, ich schätze mal, wir müssen da nicht rein. Ich will damit entkommen, Alter. Schade. Es gibt leider keinen Weg rein. Freunde, so sehr ich es auch versuche. Ich weiß nicht, wie ich hier reinkommen soll. Es ist einfach abgesperrt. Ich muss mir wohl oder übel ein Ticket kaufen. Ja, okay, wir...
No! Fuck you! Der macht Alarm, Alter, was? Fass mich nicht an. Open? Oh, alles macht übelst Trash hier. Was soll denn das? Oh Gott, es tut mir so leid. Oh, ein paar Tomatendosen, Alter. Oh, eine Kokosnuss. Ich wollte gerade sagen, bewerf die gleich mit ein bisschen passiertes Gemüse. Aber der Kokosnuss ist doch effizienter. Ich fall hier nicht auf, ne? Wollen die mich eigentlich besuchen jetzt? Oh! Nee, ich glaube, die Luft ist rein. Ich glaube, da ist keiner. Alter, was ist denn da los? Gespannt, wo die da jetzt hingeht. Ich sollte eigentlich die Möglichkeit nutzen, um aus diesem Schlamassel zu entkommen, aber ich bin Sef. Ah! Die sieht mich hier, Alter. Okay, okay. Ich muss hier hinten bleiben, damit die den Trigger nicht hat. Aber kann ich sehen, wenn die hier vorbeigeht? Das würde ich halt gern. Alright, ich glaube, die Luft ist rein, ne? Aber der Typ macht gleich wieder Alarm, Alter. Ich muss mich hier noch ein bisschen umschauen, wenigstens. Okay, hierfür brauche ich Strom. Was ist das hier? So eine Art Sensor. Oh, halt's Maul! Was haben wir hier? Irgendwas fehlt da. Ja, 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 ein Schalter. Lass mich durch! Ich habe Kokosnüsse zu zerteilen. Grandpa hört ja schlecht, das heißt, der wird hier nicht runterkommen, hoffe ich. Okay, Crowbar dafür. Eine Mütze für den Ticket. Ah! Der hört echt mega schön. Oh, shit! Die hat ein Hörgerät, Alter. Sie hat auch ein Update bekommen. No! Pisst du mich doch alle einfach. Ich hoffe, hier ist der Wrapping Key drin in der Kokosnuss. Wir müssen die an der Guillotine aufschneiden, sodass ich dann Grandpa betäuben kann und seine scheiß Shotgun abnehme. Und dann setzt's was, meine Fräuleins. Okay, der erste Weg führt mich nach draußen. Das ist immer bei diesem Game so eine Sache, Alter. Ich fahr mal hier zu. Gucken, ob ich hier irgendwas finde. Den Schrank auf, falls ich mich verstecken muss. Boah, Alter! Übertreibst du Schnack! Ah! Du bist so dumm! Du bist so dumm! Komm nicht hier rein. Komm nicht auf die Idee. Bitte hab kein Gehirn. Bitte sei übelst alt und dement. I've got you in my sights. Oh, du siehst mich. Ja? Oh, das... Ja, eindeutig hast du mich gesehen. Mann, also. Ich geh weiter. Ich muss raus. Ich geh mal hier hinten rum. Einfach nur für die Sicherheit. Und ich könnte diese kleinen Steine einsammeln für die Steinschleuder nachher. Boah, Alter. Hast du wieder vergessen, wie stressig das ist? No! Ach, komm schon! Oh, Mann! Bitte in die andere Richtung. Das waren doch noch beide. Ich habe da gerade die Shotgun... Oder war es ihre Keule? War wahrscheinlich ihre Keule. Steck die hier rein. Das lockt sie wahrscheinlich an. Was ist das? Das ist nicht der Weapon Key. Das ist der Padlock Key für unten. Ich meine, okay, immerhin. No! Oh, die kommen jetzt von beiden Seiten, ne? Ich weiß nicht, wo Granny jetzt war. Die hat auch was gemurmelt. Ich muss die so hart abballern, Alter. Das ist vor allem übelst hinne machen. Oh, hier ist der Weapon Key. Yes! Okay, in den zweiten Stock. Ist egal. Ich ignoriere alles. Ich muss einfach nur hoch. Ich glaube, in dem Raum, relativ an der Treppe, müsste was sein. Der geht da jetzt nicht hoch, ne? Der wird es nicht wagen. Das wird dir nicht im Traum einfallen, die Treppe hochzugehen. Du alte Scheiße. Ah! Mann! No! Auch nicht mal so ganz so taufrisch auf deine alten Tage, ne, Schätzelein? Okay, ich muss Grandpa außer Gefecht setzen. Unbe-fucking-dingt. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht um die Ecke. Bin ich dead? No! Schlecht, sehr schlecht. Ach, ist das anstrengend, Mann. Wie kann man das denn mit Genuss spielen? Anders als im Easy-Mode. Ich verstehe das nicht. Das ist doch voll räudig, Alter. Okay, warte mal. Wenn die jetzt beide rausgehen. Ich hoffe, Granny kommt jetzt nicht hier rein, bitte nicht. Ich glaube, er geht die Treppe hoch. Ich bin mir nicht sicher. Da ist er. Tür zu. Sehr gut. Und hier ist der Waffenschrank. Komm, 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 komm. Schnell, dankeschön. Okay, perfekt. Ich kann mich jetzt wehren. Ich kann mir jetzt die Shotty holen. Ich muss nur irgendwie Grandpa herlocken. Ich muss so vorsichtig sein, Alter. No! Yes! Yes! Zwei Minuten! Okay, Granny kommt gleich. Kann ich sie auch abschießen? Granny! Bam! Das Ding ist, ich muss mit der Steinschleuder am Kopf treffen, weil dann werden sie auch ausgenockt und sind nicht nur betäubt. Okay, cool. Ich habe jetzt ein... Ich habe jetzt ein bisschen Zeit, mir da oben mal... Ich müsste eigentlich die Plank hochbringen, ne? Damn, warte mal. Ich gucke jetzt hier erstmal überall in die Schublade. Hier ist die Münze! Yes! Da kann ich mir dann ein Ticket kaufen. Oh, wie geil. Ich komme ja von hier aus aufs Dach. Warte mal. Leg mal die Münze hier ab. Ja.
Und hol mir, warte mal, wo war das Feuerholz? Ah, da komme ich dann nicht mehr hoch, ne? Okay. Ich dachte, ich kann es jetzt runterschmeißen, aber nichts. Was hat der Rabe hier? Oh, das ist der Schalter da für den Zug. Gut zu wissen. Und hier wollte ich hin. So, da ist noch eine Box für die Crowbar. Die haben wir noch nicht. Müssen wir noch den Teddy da in die Crib hier donnern, damit Slendrina irgendwas droppt. Was ist in diesen Schränken hier? I don't know. Ich geh jetzt mal wieder runter. Das ist immer so brenzlig, Alter. Ich habe jetzt auf jeder Etage hier irgendwie eine Waffe. Das ist gut. Ich hoffe, ich werde nicht überrascht. Bitte nicht. Ich weiß nicht, wo die spawnen. Ich nehme dann das Holzbrett mit hoch. Aber lass mich das hier erstmal ausprobieren. Komm. Yippie! Okay, das Ticket ist jetzt immer und der Roboter schlägt nicht mehr Alarm, oder? Yes! Ich hab's begriffen. Oh, der macht das auf. Ah, I see. Nice. Was brauchen wir hier? Accelerator. Train Key. Wir brauchen jetzt zwei Sachen und diesen Hebel. Drei Sachen. Wahrscheinlich, um das Tor da aufzubekommen. Vier Sachen, weil der Strom muss noch an. Oh, man. Alright. Eins nach dem anderen. Ich würde gerne wissen, ob da die Granaten drin sind aus dem ersten Teil. Okay, gib mir das. Okay. Ich drop das Ding. Nehmt die Shotgun und erschieße beide. Komm her. Holt euch die Packung ab, Schätzelein. Auf eure alten Tage, na los. Jetzt schieße ich ihre dritten weg. Ja, komm schon. Na, wo ist denn? Wo ist denn dein Gewehr, Grandpa? Oh, hast du deine Frau mitgebracht? Ja, die wird dich auch nicht beschützen, mein lieber Freund. So, warte mal. Ich lade das mal gleich auf. Drop die hier wieder. Nimm die Plank und geh wieder hoch. Also, wo eigentlich? Ah, hier. Ja, genau. Perfekt, Alter. Ich sollte Hausmeister werden. So, Wunderbärchen. Na dann können wir ja jetzt, was ist das? Fuse! Brauchen wir eigentlich auch nicht, auf diesem Wege zu entkommen, aber... Oh, wisst ihr was? Ich muss mich beeilen. Wisst ihr, was ich machen sollte? Ich sollte mir den Teddy schnappen. Teddy schnappen wieder hoch in die Crib und ja, das würde ich tun. Ich hoffe, ich krieg das hin. Ich will eigentlich meine Shorty wieder aufladen. Oh, das hätte ich zuerst machen sollen, ne? Ich höre es am Herzschlag, wenn die wiederkommen. Dann muss ich den Teddy loswerden, sonst sterbe ich. Komm. Okay, hier rein. Das Ding in die Crib legen. Yes, bevor sie aufgewacht sind. Okay, wunderbar. So, Slendrina ist besiegt und wird mir jetzt irgendwas Schönes, Nützliches hier aus ihrer Arschtasche fallen lassen. Ja, Safe Key. Ich glaube, die sind wieder aktiv. Okay, der Safe ist hier. Was haben wir da drinnen? Komm, gib mir mal was. Shed Key. Awesome. Da ist der Generator drinne. Muss man hier warten. Muss sie abschießen. Ich muss sie außer Gefecht setzen. Ich habe keine Wahl, Alter. Und ich muss unbedingt unten wieder Steine mitnehmen, damit ich genau sowas machen kann. Okay, ich weiß, wo der Hebel ist für den Zug. Also für diese eine Schalltafel da draußen oder Sicherungskasten oder wie man das auch immer nennen möchte. Das macht wahrscheinlich das Tor auf, sobald die Energie da ist. Da muss ich oben an das Krähennest den raus und muss ich hier Feuer machen. So war das, glaube ich. Sag mal, was ist denn jetzt hier mit euch? Urlaub oder was? Oh, hi. Bye. Wie die Augen einfach zumal, so geil, Alter. Oh, wo ist er? Da ist er. Boir! Okay, Shatkey und runter. Okay, hier ist der Generator, brauche ich ein Kabel. Hier ist Train Key. Okay, jetzt brauchen wir bloß noch den Accelerator. Okay, nice, den droppe ich schon mal unten hin. Und dann nehme ich mir die Shotgun, lade die hier wieder auf, schieße die wieder ab und dann mal gucken. Ich droppe den mal hier, verliere ich keine Zeit. Shotgun aufgeladen. Wir haben jetzt hier effiziente Arbeitsteilung, weil was ich noch machen muss, ist wie gesagt die Vasen oben abschießen, damit ich da unten dieses Rätsel mit dem... Wo habe ich denn den Padlock hier eigentlich gedroppt? Ich glaube da irgendwo in so einer Schublade. Bin mir nicht ganz sicher. Jetzt heißt es warten am besten. Ich weiß, das ist jetzt hier echt eine lame Strategie, aber es ist die einzig wahre. Okay, ciao. Das war's mit euch. So, das wird jetzt hier wieder aufgefüllt für die nächste Runde. So, ich brauche die Dinge hier. Muss ja mal schauen, wo die Vasen... Da ist eine Vase. Ich werde das von der Seite hier abschießen, damit die nach da fällt. Das muss man mal ein bisschen berechnen. Zack. Und die dort... Das ist so die Frage, ne? Fällt die darüber? Okay. Das ist ehrlich gesagt okay. Wir sind ja noch eine ganze Weile weg. Ich befülle das jetzt mit Wasser. Stell die ja unten auf die Säulen. Und ich krieg da irgendein random Item raus. Ich weiß nicht was. Boah, das klappt alles super in dieser Runde. Okay. Shotty im Anschlag und wieder warten. Es ist so dämlich, Alter. Sorry, Granny ist halt einfach so ein dummes Spiel. Oh! Gott. Okay, du bist tot. Grandpa, wo ist der? Oh Gott. Okay, perfekt. Aber jetzt irgendwo noch Munition. Oben hatten wir noch Munition, ich weiß es. Ich glaube in... Hier, ja, genau. Grandpas Raum. Na, warte mal, wisst ihr was? Wir können die Krähe auch einfach abschießen. Ich glaube, das mache ich auch. Bevor ich jetzt diese Matches noch suche, ganz ehrlich, warte mal. War hier die Vase irgendwo? Ja, da ist sie. Okay.
Komm, gib her. Ich nehme dann einfach die Schotti und knall den Raben ab. Ist mir egal. Ich suche jetzt nicht die Matches. Vielleicht habe ich die schon gefunden, ich habe es aber vergessen. So, jetzt bin ich mal gespannt, Alter. Das kann halt auch der übelste Trash sein, den ich gar nicht brauche. Komm, let's go, Baby. Was ist... Das ist das Kabel. Oh, no. Das brauche ich unbedingt. Nice. Boah, haben wir einen Luck, Alter. So, das mache ich jetzt hier dran. Kleine Schalter und Strom ist da, Leute. Nehmen wir gleich mal noch so einen Stein mit. Falls ich die Slingshot nochmal brauche. So, jetzt schieße ich die Nervensägen wieder ab. Nummer 1. Grandpa, komm. Mäuschen, piep einmal. Weh, der kommt jetzt hier um die Ecke, Alter. Okay, da kommt er. Ja, ja. Ich weiß, hier war noch was. Gibt's her. Und die nächste Kugel. Ich glaube, dann sind wir hier fertig. So, also, ich mach das mal auf. Einfach nur just for fun. Strom läuft prinzipiell. Das heißt, das Tor müsste jetzt auch aufgehen. Warte mal. Zack. Oh mein Gott. Das ist so dumm. Okay. Stopp mal die Shorty. Sehr gut. So, hier ist das Holz. Brauchen wir jetzt nicht mehr. Und am besten, wir checken da gleich auch den Schlüssel rein. So, Moment. Zack. Und das Tor müsste auf sein? Oder auch nicht? I don't know. Haben wir irgendwas verkehrt gemacht? Warte mal. Sind alle nach oben, ne? Ach, das geht schon wahrscheinlich automatisch irgendwie. So, und der Train Key. Okay. Jetzt müssen wir bloß noch das Ding finden zum Losfahren, Alter. Ist das zufällig hier irgendwo versteckt? Haben wir das schon? Habe ich das irgendwo schon gesehen? Ich weiß es nicht, Alter. Ich habe jetzt auch bloß noch eine Kugel. Die gehen mir nämlich langsam aus. Und da irgendwie... Ah, wie kommt man denn da hin? Das verstehe ich nicht. Oh, die Crowbar. Könnte hier irgendwo sein. In so einer Box. Aber wie finden wir die? Ich habe das Gefühl, ich habe überall geschaut. Hey, ich glaube, das war erstmal meine letzte Kugel. Ich weiß nicht, wo wir noch eine auftreiben können. Aber wir haben halt quasi unendlich Stein-Spawn-Punkte hier. Wenn wir headshotten, dann können wir sie genauso außer Gefecht setzen. Von daher... Oh, shit! Ach! Oh, goddammit. Das war nicht gut, Alter. Da sind noch zwei Kugeln, oh mein Gott. Fuck! Ja, ganz ehrlich, wo soll denn aber auch die Crowbar sein, ey? In einer der Boxen. Oh Gott. Wo kann denn das sein? Das ist ja auch umrandet. Es ist ja nicht so, dass man das nicht sehen würde. Ah, Freunde, ich habe jetzt überall nochmal geguckt. Echt, ich habe keinen Dunst, wo die Crowbar sein soll. Halt null. Ja, aber was mache ich jetzt mit meiner Zeit? Das ist halt so das Problem. Ich schätze mal, ich kann mit der Steinschleuder nicht diese Tür unten aufschießen. Vielleicht ja mit der Shorty, aber das hat sich dann jetzt halt auch erledigt, wenn ich keine neue Kugel finde. So, ja, yeah, ich habe keinen Plan, Alter. Was mache ich denn jetzt? Es war ja noch nie so, dass ich nicht gewusst habe, wie ich weiterverfahren soll. Okay, Freunde, ich probiere mal was. Augenblick, ich glaube, die können auch hier unten sein. Deswegen muss ich mich jetzt mal vorsehen. Hier ist eine Scheibe, ne? Au! Oh, Tatsache, Alter. Und da kann ich reinspringen. Ach, lol. Die wird jetzt kommen. Yikes. Oh, hier ist die Crowbar. Fuck! Okay, gut. Nice. Ja, toll. Awesome. Ich muss mich beeilen. Boah! Ach, das ist natürlich... Mann! Ein super Gefühl für Timing hast du. Spitzenklasse. Halt's Maul, Alter. Okay, kommt der Alte noch, bitte? Macht sich klar. Oh, ist gleich aus dem Weg. Jetzt habe ich die noch zu Brei gelatscht. Grandpa, ich habe nicht so viel Zeit. Wir essen zeitig. Grandpa? Er kommt gleich, ne? Nee, warte mal. Den habe ich später umgebracht. Fragezeichen. Verschwende mal nicht meine Zeit. Okay, was ist da drin jetzt? Matches! Ach, komm! Oben muss denn der Accelerator drin sein. Er muss den gerne töten vorher. Oh, genau deswegen. Genau deswegen, Alter. Ach... Ja, jetzt ist der wieder weg. Ach, komm schon. Ach, Mann. Das ist echt... Aber mit diesen alten Herrschaften, das ist ja okay, da muss ich auch mal sagen. So, Box Nummer 2. Da jetzt nicht der Accelerator drin ist, dann weiß ich auch nicht. Das sieht doch... Das sieht auf jeden Fall stark danach aus. Ich könnte jetzt runterdroppen. Warte mal. Ich will eigentlich mit dem Fahrstuhl fahren. Das ist halt irgendwie safer. Die kommen ja hier eh nicht her. Aber wenn ich da jetzt runterspringe, falle ich, glaube ich, 2 Stockwerke. Ja, das ist nämlich ein Problem. Okay, ich rufe den mal und drücke da nochmal, wenn er oben ist. Und dann fahre ich direkt in die Küche. Mit rasender Geschwindigkeit brause ich förmlich von dannen. No!
Oh, come on, jetzt guck nicht noch so. Oh, ich hasse dich, Alter. Jetzt geht die da rein. Schaffe ich das? Das schaffe ich nicht, Alter. Oh Gott! Seht ihr's? Wie soll ich das machen, ohne die abzuschießen? Die wissen schon wieder nicht, wo ich bin. Hallo? Oh Gott, wo ist jetzt Grandpa hin? Das schaffe ich nicht. Fuck! Er hat die Shotgun wieder! Ich will ja nicht sagen, das ist nicht gut. Aber ich fürchte, das ist nicht gut. Gehst du bitte hoch? Kannst du bitte hochgehen? Geh bitte hoch. Ich bin da hochgerannt. Eindeutig. Du auch keinen Zweifel. Ja! Yummy! Okay, haben wir gut gemacht. So, Leute, jetzt wird's spannend. Seid ihr bereit für das neue Ending vom Granny 3 Update? Also, ich bin auf jeden Fall excited. Let's go! So, läuft das Ding rein und, natürlich, die Etikette muss gewahrt werden. Ist klar. Die andere Etikette, die muss auch gewahrt werden. Okay, mach's gut! Oh, kann ich den abschießen? Ach, das probiere ich mal irgendwann später. Okay, jetzt! Oh, wir fahren in die andere Richtung. Kann ich das nicht aufmachen? Ich habe es aufgemacht. Ja, da guckt er blöd aus eurer dummen, alten, zerknitterten Wäsche. Ha! Sehr schön. Ja, moin. Ist die einzig Zufriedene hier. Alles klar, was für ein spektakuläres Ende, meine Damen und Herren. Ich hätte gar nicht gedacht, dass es da noch ein Update zu gibt, aber scheinbar schon. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen, Leute. Lasst mal einen fetten Daumen nach oben da und wir sehen uns im nächsten Run, im nächsten Video, im nächsten Spiel. Haut rein, macht's gut und ciao. Really?